Mal schauen, was das für ein Schritt war. Ja, du musst ja auch hier Zetos hier auch auf dem Startrad diese Sechser mit dir machen. Jetzt habe ich nicht bei Nightwave geguckt, ja, muss ich noch machen. Vorher ging er aus dem Weg. Ah ja. Mobile Verteidigung hast du gewählt. Ich dachte, das wäre erstmal einfacher. Schon wieder keine Energie gehabt. Nee, jetzt. So, jetzt geschehen. Für die Verteidigung wäre es dann, denke ich mal, auf nichts zu wechseln. Das sollte ein bisschen Parameter schaffen können. Oh, das dürfte passen. Ah, die Waffe hier passt schon. Dabei. Ja, ich hab schon das Paket. Also, die kommst du schön. Dein Drama hier ist Strahlung. Nee, der war Gift. So, meine hübschen Kanülen. Also, das sind deine Spielzeuge. Ich habe mir gedacht, wenn die schon mal hier sind, kann ich ja gleich klauen. Schöne Hand aufpassen, du ist das, wenn es zu leer siehst, hast du erstmal hier noch. Die Polster, die bitte stand. Ja, ich persönlich bin nur Basmu nie so. Die Basmu ist zwar nett, aber ich bin nie so richtig warm geworden mit der. Achso, wir müssen jetzt nach oben. Ups.
Sehr schön, auf der Brücke. Ah, ist wunderbar, da passiert nur eine Seite auszusuchen und dann draufhalten. Wenn du Stahlessenz findest, kannst du mir gerne Bescheid geben. Mache ich. Aber zumindest habe ich bisher nichts gefunden. Ich hoffe doch, dass ich nichts gefunden habe. Nö, sieht nicht so aus. Nee, die fallen in, halt nur von Eximus-Gegnern. Nee, ich habe mir gerade im Menü gefunden, geschaut, ob ich was gesehen habe. Mal schnell mit Tab im Menü geschaut, ob ich was gefunden gesehen habe. Aber das ist nicht der Fall. Oh mein Gott. Schade, sonst wird ja auch unten und gleich angezeigt. Ja. Wenn du die einsammelst. Das ist schön zu wissen. Ach so, ich wollte Nightwave dieses Augment gucken. Angebot. Stabilität. Ja, So. Prisma Schutz heißt das. Ja, ich sehe schon. Also, Prisma folgt mir. Ja, gut, ich kann ich ja. Na, egal, kaufen wir es gleich hier. Da muss ich mich nicht erst beim Täschchen durchquälen. So. Was machen wir jetzt? Ich Nabuk? wollte mal gucken, was. Oder? Ich wollte mal gucken, was der Dingskind macht, der Mod. So, ich wollte noch das Loadout ändern. Ich spiele doch mit einer anderen Einstellung normalerweise. Mittlerweile. Ach, bleibt 4 Sekunden bei dir. Und fliegt dann vielleicht alleine weg. Ja, so wird das wahrscheinlich sein. Das muss man ausprobieren. Besserung herschmeißen. Machen wir einen Prismaschutz. Stellen wir den mal statt ein Rohrkabinett ein. Mods. Prisma Schutz.
Machen wir da mal ganz kurz eine normale Mission. Einfach. Ah, können wir machen. Irgendwas. Ja. Müssen wir jetzt nicht auf dem schwersten testen. Ja, mein Sind Gott. das dann 19? Mal schauen, ob er abhaut nach der Mission. Direkt mal feiern. Alles hier machen kann. Aber So. das ist sicher schon. Jetzt muss ich mich erstmal ein freies Feld suchen, damit ich ja, das Ist ausprobieren kann. egal, einfach mal in den Raum setzen. Hä? Sei mir das Ding nicht. Ach so, das soll hier in der Konklave sein. Boah. Dann ist ja eine sinnlose Mod. Ich meine, die 4 Sekunden, wenn es mir folgen würde, wären schon eventuell schon mal praktisch gewesen, aber so ist das Mist. Beziehungsweise muss ich mal das Loadout überprüfen, weil könnte sein, dass ich auch das falsche Loadout drauf habe. Weil ich habe das ins Loadout mit dem Schild gepackt und ich habe hier gerade irgendwie seltsamerweise das Loadout mit Leben dran. Gesundheit. Ah. So, dass es eventuell, dass der Mod gar nicht aktiv ist. Eventuell. Siehste, ich muss mich mal um meinen Ventilator kümmern, da ist mir ja gestern noch der Fuß zusammengeklappt. Ach, dein Ventilator ist kaputt. Ja, nur der Fuß. Weil dieses Kreuz unten, wo der dran verschraubt ist, da hat es irgendwie. Da hat es den irgendwie in eine Richtung gedreht, ein bisschen seltsam und da. Naja. Da hat sich schon. Ja, genau. Das Ding war gar nicht aktiv. Ich hatte ein völlig falsche Loadout dran. Ich mache mal eine neue Gruppe. Kurz nachgucken. Ja, genau, jetzt habe ich das richtige Loadout dran. Akzeptieren. Dann machen wir dieselbe Mission gleich nochmal. Yay! Jetzt hast du jetzt mit Schild. Ja. Das ist ja scharf. Also nicht nur 4 Sekunden. Ja, ich muss brauche jetzt noch mal kurz voll Energie, warte mal. Weil das war jetzt.
Nee, nee, das ist immer noch die Strahlung, aber ich habe mir gedacht, ich mache Aber Strahlung, da kannst du 10. mal, da könntest du mal einen Gefallen tun und mal noch Gift ranpacken. So, renn mit dem Ding auf den Gegner. Ah, das ist ja scharf. Also die Beschreibung ist fehlerhaft. Die Kugel läuft jetzt nur noch 10 Sekunden. Dafür folgt die mir komplett. Also ich glaube nicht, dass die Beschreibung falsch ist. Du hast nur bestimmt längere Zeit. Stimmt. Stimmt ja. Ich habe ja längere Zeit. Ah, erzählen Sie die. Die Kugel scheint aber also ein bisschen effektiver zu sein, weil die zappelt mehr. Aber das ist halt Frage. Bringt das jetzt was, wenn mir das Ding folgt, so oder? Jetzt ist mir das Energie ausgegangen. Ist egal, muss er raus aus der Mitte. Ist halt die Frage, bringt das was oder ist es effektiver, das Zeug einfach im Gegner entgegenzuschmeißen? Ich denke mal, der Schaden bleibt der gleiche. Es kommt halt ein bisschen aufs Level drauf an, würde ich sagen. Ich hätte jetzt schon gelacht, wenn das jetzt, wenn mir das folgt und es hätte jetzt plötzlich mehr, wenn das jetzt noch buggy gewesen wäre. Ja. Also wieder der andere dort erstmal rein. Ja. Das andere Lötöl ist für einen Stahlpfeil besser. Also ich gebe mal mein Fassmove aus. Ja, ich habe sonst einen ganzen Chat gepackt. T. Also. Ach so. Kuvakarak wolltest du ja irgendwas, ne? Ja, mach mal Gift rein. Warte mal. Ich pack mal auch mein Kuvakarak Loader rein. Da muss ich mal ein bisschen halt dann für anderen. Da wird aber noch nicht groß, weil ich habe gerade nicht viele Punkte. Das Ding ist auch so Level 16. Wieder. Gut, dann probieren wir das ein andermal. Und, Weil laut Wiki sollst du unendlich viele Gift auf den Gegner draufpacken können. das ist ja scharf. Und ja, da könnte man vielleicht wieder was damit machen. Die für Schadpark zählbar. Das stimmt allerdings. Und Strahlung